Es waren die Engländer, die einst den Polosport nach Europa gebracht haben. Und sie pflegen ihn bis heute mit großer Hingabe. Ein Poloteam besteht aus nur 4 Spielern. Diese reiten mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern und schlagen dabei auf einen Ball, der gerade mal 8 cm groß ist. Das kann nur funktionieren bei äußerster Präzision und hervorragendem Teamgeist. Wenn ich an meine ersten Wochen bei Bentley zurückdenke, dann fällt mir sofort natürlich der Continental GT ein. Unsere Ziele damals waren extrem hoch. Wir wollten nicht nur die Marke revolutionieren, wir wollten auch eine komplett neue Baureihe im Markt etablieren. Man kann wohl mit Recht sagen, der Continental GT ist eine wahre Ikone. Und nun haben wir uns mit der gleichen Mannschaft erneut der Aufgabe gestellt, einen Continental GT zu entwickeln. Wir haben dem Design eine neue, moderne Note gegeben. Etwas breiter, etwas kraftvoller, aber ohne die legendäre Form des Continental GT zu verleugnen. Das handgefertigte Interieur strahlt Modernität und Klarheit aus. Ebenso entscheidend ist es natürlich für einen richtigen Bentley, was unter dem Blechkleid passiert. Leistung, Drehmoment und Ansprechverhalten wurden weiter optimiert. Für den neuen Continental GT wird es wahlweise 2 Hochleistungsmotoren geben. Neben dem überarbeiteten W12 mit 575 PS kommt Ende nächsten Jahres ein neuer V8 mit 4 Liter Hubraum dazu. Der neue Continental GT ist ein automobiles Kunstwerk. Er bietet Fahrleistung wie ein Sportwagen, ohne die üblichen Abstriche bei Komfort und Alltagstauglichkeit. Ich freue mich, Ihnen die Weltpremiere dieses neuen Bentleys ankündigen zu dürfen. Ladies and gentlemen, please welcome the Chairman and CEO of Bentley Motors, Dr. Franz Josef Päfgen. Meine Damen und Herren, da bin ich nochmal. Brauche keinen Kommentar. Der neue Continental GT. Und ich bin stolz, Ihnen dieses Auto heute hier vorstellen zu können. Der Vorgänger hat mit 22.000 verkauften Coupés die Bestmarke erzielt, die Bentley je mit einem Auto erreicht hat. Ab heute oder vielmehr ab morgen steht jetzt der Nachfolger in den Startlöchern, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie persönlich begrüßen könnte, um Ihnen dieses Auto vorzustellen, entweder hier heute Abend oder morgen um 8:30 Uhr am Bentley-Stand auf dem Pariser Automobilsalon. Dankeschön.